Ich grüße euch. Mein Name ist Petra Kemp. Ihr kennt mich vielleicht aus dem QVC Live-Programm. Dort präsentiere ich Küchentechnik. Ich bin aber auch Barista und leidenschaftliche Kaffeeliebhaberin. Und ich möchte euch heute mit drei verschiedenen Kaffeemaschinen zeigen, wie man den perfekten Kaffee zubereitet. Als erstes zeige ich euch die Zubereitung von Filterkaffee, der absolute Klassiker, immer noch der beliebteste Kaffee. Und in der Zubereitung macht er 2/3 der privaten Haushalte aus. Wir starten mit dem Befüllen des Wassertanks zuerst und da auch bitte nur so viel Wasser dann einfüllen, wie ich Kaffee kochen möchte. Ganz einfach weist uns da die Skalierung am Wassertank den Weg. Dann anschließend befüllen wir die Filtertüte, die wir vorher einen schönen Knick verpassen. Also erst einen schönen Knick an die Filtertüte machen und dann in den Filterhalter einsetzen. Und bei der Portionierung des Kaffeemehls darauf achten, immer ein Löffel Kaffeemehl für 2 Tassen Kaffee. Der Profi sagt so 60 bis 70 Gramm Kaffeemehl für 1 Liter Wasser. Das ist so das Maß. Ganz wichtig ist auch, dass das Kaffeemehl in der Filtertüte gleichmäßig vom Wasser benetzt wird. Das löst uns die Aromastoffe, die den leckeren, perfekten Filterkaffee ausmachen. Deswegen haben viele Kaffeemaschinen heute auch das Brauseverfahren. Und dann genießt euren frisch gekochten Filterkaffee, denn der erlebt gerade ein richtiges Revival. Kaffeevollautomaten gehören natürlich zur absoluten Top-Liga unter den Kaffeemaschinen und jeder, der einen besitzt, wird stolz sein und ihn nicht mehr hergeben wollen. Denn auf Knopfdruck bekommen wir da aus frisch gemahlenen ganzen Bohnen eine große Vielfalt an leckeren Kaffee- und Kaffeemilchspezialitäten. Bei der Zubereitung mit dem Kaffeevollautomaten starten wir mit dem Befüllen des Bohnenfachs mit frischen Espressobohnen. Dann befüllen wir den Wassertank mit frischem Leitungswasser. Da könnt ihr gerne den Wasserfilter benutzen, weil der schont eure Maschine und sorgt nochmal für richtig guten Kaffeegeschmack. Und dann geht's auch schon ins Menü und ihr stellt euch die Kaffeestärke und auch das Lieblingsgetränk in der Größe ein, zum Beispiel den kleinen Kaffee in der kräftigen Stärke und drückt den Knopf und schon wird euch der Kaffeevollautomat euren Lieblingsespresso zubereiten. Wie schön, dass uns die modernen Kaffeevollautomaten auch den Milchschaum perfekt liefern. Da haben wir eine große Vielfalt an Getränken, die wir uns zubereiten lassen können. Zum Beispiel den perfekten Cappuccino. Dafür stellt ihr euch einfach mal die Kaffeemenge, die Kaffeetemperatur ein. Und dann kann es auch schon losgehen. Auf Knopfdruck bereitet der Kaffeevollautomat für euch in der Milchkaraffe den Milchschaum zu. Und dann fließt ein schöner, frisch gebrühter Espresso mit hinein. Und das ist natürlich Genuss pur. Euer perfekter Cappuccino auf Knopfdruck. Die Siebträgermaschine schließlich ist etwas für echte Kaffeeliebhaber, die auch so ein bisschen das Kaffeehandwerk lieben. Und trotzdem sehr einfach in der Benutzung, liefert aber geschmacklich einen wirklich leckeren Espresso. Auch bei der Siebträgermaschine starten wir damit, indem wir den Wassertank mit frischem Leitungswasser befüllen, die Maschine aufheizen lassen und in der Zeit schon einmal den Siebträger mit frisch gemahlenem Espressopulver befüllen. Ganz wichtig bei diesem Kaffeehandwerk ist das Tempern, das heißt das Andrücken des Kaffeemehls im Siebträger. Ganz wichtig, damit das Wasser alle Aromastoffe gleichmäßig lösen kann. Also schön festdrücken mit wenig Druck und den Siebträger in die Maschine einsetzen. Dann Knopf drücken und einfach genießen den Espresso mit einer wunderbaren Crema. Die modernen Siebträgermaschinen verfügen häufig auch über eine Milchschaumdüse und die erlaubt es euch natürlich auch viele Varianten und Kaffee-Milchschaum-Spezialitäten zu genießen. Zum Beispiel einen leckeren Espresso Macchiato oder einen perfekten Cappuccino am Nachmittag. Dafür gut gekühlte Milch halb in eine Kanne füllen und den Schaum schön entstehen lassen durch den heißen Dampf. Und dann in ein Glas füllen, einen schönen Espresso dazu. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag mit dem perfekten Cappuccino. Ich hoffe, es hat euch gefallen und egal was ihr macht, trinkt guten Kaffee.